Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Ihr habt uns wieder am Start und zwar mit der nächsten App-Review und zwar mit Stickman Murder. So, und wir gucken uns das Ganze hier natürlich mal an. Worum geht's denn überhaupt? Ja, und zwar um folgende Sachen. Wir versuchen hier einfach mal ganz schnell nebenbei aufzuräumen, selbstverständlich. Wie das Ganze hier so funktioniert, habe ich allerdings noch nicht verstanden, außer dass wir hier irgendwie, nanu, jetzt ist es soweit. Jetzt hat es den umgerissen. Wir müssen hier also so schnell wie möglich alle Leute ermorden. So schrecklich, wie das natürlich auch klingt. So, das geht folgendermaßen. Wir warten, bis der Typ die Rolltreppe herunterkommt. Wir sind hier so in der Bahnhofsmission. Zack, den stoßen wir dann mal an. So, und lassen mal einen Zug kommen. Bratsch, da ist der erste breit. Schon mal sehr amüsant. Das Schild hier oben lockert sich auch nach einer Weile. Man hat es jetzt gerade gesehen. Wieso kriege ich den hier eigentlich nicht von seinem Board runter vorher? Das ist ja schon relativ frech, sowas. Eine Minute 18. Was muss ich mit ihm hier eigentlich machen? Was? Nanu, das ging doch hier eben gerade noch. Komische Sache. Hat er hier eben auch funktioniert. Den kann ich hier irgendwie mit seinem Rucksack wieder raushelfen. Wozu das Ganze? Ja, jetzt fällt dieses Schild da gleich wieder runter. Passt auf hier in den Ticketstore. Jetzt am besten, Mann. Nicht erst in der Ewigkeit. Oder ist das so gewollt? Was soll der Quatsch? So, wir sind jetzt hier am Probieren, am Machen und am Tun. Ich weiß nicht, was das hier zu bedeuten hat. So, wir machen nochmal hier. Was ist das? Hä? Es ging nur eben, Mensch. So, jetzt ist der da drinne weg und wir haben wieder verloren. Tja, verstehe ich jetzt nicht so ganz hier die Sache. 2 Minuten 20. So, wir schuppen den wieder vor den Zug höchstens. Wir können hier alle möglichen Sachen antippen, aber es bringt uns halt nicht viel. So, komm, schuppen wir den mal runter. Dann machen wir den wieder platt. So, das ist passiert. Wie können wir das denn beheben? Gar nicht anscheinend. Wir können hier immer mehr Züge kommen lassen, aber keiner weiß so richtig, was hier die Handlung ist. Normalerweise soll man hier alle töten, schnellstmöglich, ja. Bloß die Frage ist, wie? Angenommen, wir lassen den mit seinem Rucksack da hinten drin, den kleinen Backpacker. Und das Schild fällt jetzt von alleine ab? Schade, hätten wir den vielleicht da... Nee, das bringt ja nur auch nichts. Jetzt rastet er hier wieder aus und wir haben wieder verloren. Also theoretisch müsste der Bengel als letztes drauf gehen mit seinem Rucksack. Der muss also Beschäftigung haben. Das heißt, wir warten wieder, bis der ganze Rest hier... Ich weiß auch nicht. Also den können wir runterschuppen, das ist klar. Wie kriegen wir das hin, dass der mit seiner Zeitung gar nicht erst einsteigt und abhaut? Nein! Das gibt's doch gar nicht. Schwierig ist das hier. So, jetzt pass auf, das Schild... Boah, warum kommt denn so auf der Zug? Weil ich da so oft drauf tippe oder was ist hier los? Das ist ja schon wieder ätzend. So, jetzt ist der weg. Der ist noch mit seinem Rucksack, ist ja noch weiter beschäftigt. Aninom, der würde weiter hier machen, ohne dass er das hier mitkriegt. Kann man hier nicht mehr die Rolltreppe... Ach, gucke. Ach, es ist ja nicht dein Ernst. Jetzt habe ich zum... Was war das? Ach, gucke. Wir können die Rolltreppe... Mensch, das habe ich ja noch gar nicht mitgekriegt. Pass mal auf. Und zwar, wir können die Rolltreppe ja wieder in entgegengesetzte Richtung laufen lassen. Das machen wir jetzt auch mal. Ha. Wieso geht es jetzt nicht? So, wir machen es mal folgendermaßen. Wir lassen den überrollen. Okay. Jetzt müsste ja der Boarder gleich kommen hier mit seinem Skateboard. Der müsste sich ja brutal ledern. Nein, das tut er nicht. Warum tut er dieses nicht? Was hat denn das hier für einen Zweck? Der macht sich jetzt wieder davon? Hä? So, jetzt habe ich den gerettet oder was? Müssen wir die einfach nur alle retten? Kann das sein?
Ich muss die retten, oder was? Nicht dein Ernst. So, wie kriege ich den Typen jetzt hier weg? Aus seinem Ticketschalter? Hä? Das funktioniert auch nicht. Nun komm, steig da aus, mein Freund. Du bist gleich tot. Du bist gleich hin. Dann war's das mit dir. Der will nicht aus seinem Ticketstore. Ja, nur ist er selber schuld. Nun kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ja, Freunde. Wer hier natürlich einen Plan hat, wie die App weiterhin funktioniert, liebe Freunde, der ist recht herzlich dazu animiert, sich die kostenlos herunterzuladen. Den Link findet ihr auch dazu in der Beschreibung. Ich weiß gerade nicht, was bescheuert ist. Funktioniert jedenfalls nicht. So, jetzt können wir natürlich auch das Ding hier nicht weiterlaufen lassen in die andere Richtung. Nee, da geht gar nichts mehr. Hä? Jetzt habe ich das Haus hier umgekippt. Hä? Passiert ja immer mehr hier. Ja, nu? Ich verstehe das nicht. Steigt hier nochmal wer aus? Nee. Tickets gibt's nicht mehr. Der Kleine hier unter der Treppe macht seine Fikuckchen. Wir kommen hier nicht weiter. Naja. Ja, Freunde, wie gesagt, wer Bock hat, lädt sie runter. Ansonsten viel Spaß mit der App und wir sehen uns bei der nächsten App-Review. Auf Wiedersehen.